Nette Leute. Etwas aufgehoben, aber für Versacherverhältnisse nett. Ja, lässt dich nicht vergiften, das ist doch etwas. Hat dich schon zum Ausdruck gebracht, wie sehr ich diese Stadt hasse? Aber wir, ihr seid im Urlaub. Guckt mal, da hinten, da ist ein Verkäufer. Da gibt es bestimmt ein Bierchen oder ein Weinchen. Ich gehe einmal gucken, ob ich etwas für euch kriege. Das hebt eure Stimmung. Könnt ihr mir vielleicht ein, zwei Geldstücke geben? Natürlich. Ah, wunderbar. Boltax, ja. Tut mir einen Gefallen, probiert es vorher. Oh, ja, das Getränk. Verständlich. Auf wem, du kannst derweil erkennen, wie wohl unten in der Arena schon 5 Prios-Geweihte stehen, die mit dem Finger gerade auf dich zeigen. Du kannst sehen, wie sie wohl blaue Augen haben, ausgeschlagene Zähne und sich da wohl gerade mit dem Schiedsrichter unterhalten. Der Schiedsrichter selbst ist wohl auch Prios-Geweihter. Oh, guck mal. Lassen die sich noch unter eure Augen trauen? Ja, die wollen mich vermutlich umbringen. Und ich werde es nie gutheißen, Prios-Geweihte umzubringen, aber wenn du da unten keine Wahl hast, dann hast du keine Wahl. Und sie haben es nun wirklich oft genug drauf angelegt. Nun, wenn er unglücklich in deine Faust reinläuft, dann sollte es wohl so sein. Zulamin, wir sollten auch unsere Schiedsrichter bestechen. Das sollten wir. Ist es nur der eine Schiedsrichter oder der kann ja nicht den ganzen Platz übersehen? Nee, aber du bist der Meinung, dass die Prios-Kirche das schon regelt. Also sind alles Prios-geweihte Schiedsrichter. Gut, dass wir Galotta umgebracht haben. Das sollte ein bisschen Pull geben, oder? In Fassar? Naja! Ja, aber nur weil sie von der Prios-Kirche sind, heißt das ja nicht, dass sie nicht bestechlich sind. Ach, solche ehrlose Hunde, wie das zu sein scheinen. Ich würde darauf wetten, dass sie bestechlich sind. Das heißt nur, dass sie teurer sind. Zustände sind das hier. Ich hasse diese Stadt. Oh, ich liebe diese Stadt. Sie haben tatsächlich Pferdocker. Also, wer auch immer hier für die Belieferung zuständig ist, das funktioniert. Boltax hat so ein großes Tablett mit vielen Krügen Bier und daneben stehen wohl noch 2 Becher mit aufgepopptem Mais. Ja, und aber mir extra für euch, weil ich ja weiß, dass ihr Bier nicht so mögt, hier ein Jaquirtaler. Ich habe auch probiert, es scheint kein Gift drin zu sein. Oder ich werde in ein paar Minuten sterben. Wer weiß das schon? Seid ihr Zwerge nicht natürlicherweise immun gegen Gifte? Gegen manche, ja. Na dann. Zum Prost. Zum Wohl. Auf ein schönes und erlebnisreiches. Wie formuliere ich das jetzt am besten? Turnier. Ein schönes und erlebnisreiches Turnier, das sich nicht negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird ziemlich wehtun. Isaun, Boltax, Avemir, wenn die schummeln, müssen wir auch bereit sein zu schummeln. Also, wenn die auf einmal nichts mehr sehen. Schlecht für die. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich zaubere eine Dunkelheit. Mach ich, kein Problem. Wenn das hilft. Ja. Ja, ich versuche einmal ein Auge drauf zu halten. Also falls von den Rängen irgendwie was kommt, kann ich dort vielleicht etwas tun. Wenn ihr mir da unten ein Auge ausstechen, bringt Leonida uns alle um. Oh, die dann die lässt die du besser war. Deinen Helm auf. Ich bin nicht sicher, ob man Leonida? Wie heißt sie denn jetzt nochmal? Leonida, genau. Ob man sie wirklich nach Xorno schreien lässt. Also ich bin sicher. Dann warte ich einfach 100 Jahre. Ja, Lorn. Wo ist dein Helm? Zu Hause. Willst du mir... Was? Dachte dir, ich wäre nach Fassar geritten in voller Kriegsrüstung? Wir sind zum Urlaub. Ja. Wir sind auch über den Rastulswall gekommen, mit den ganzen wilden Verkinas. Oh, wenn ja, das war kein großes Problem. Seht euch doch mal die anderen an. Die sind auch nicht schwer gerüstet.
Oder? Also der Standard ist hier eher leicht gerüstet. Also kochend heiß, wie es da unten sein muss, glaube ich das doch wohl. Ja, aber Yalan hat schon so oft auf den Kopf bekommen. Das muss man doch nicht riskieren. Vielleicht könnte der Tempel ihm eine Rüstung stellen. Einen Helm sollten wir sicherlich noch auftreiben können. Eine Rüstung. Nun ja, ihr habt ja gesehen, was die Fakina so tragen. Ich weiß auch, wie gesagt, bei den Temperaturen da unten nicht, ob ich eine tragen will. Armeen werden auch unter unseren Gegnern Fakina sein. Die hat ja ziemlich Angst vor Magie. Willst du denn wenigstens einen Armatrus? Nein! Das habe ich gerade noch über Rondra-Gefälligkeit gesagt. Drohnen, mich kannst du von der Ferne aus verzaubern. Ja, mich auch. Ich meine, besorgt mir eine Brustplatte oder so, wenn ihr eine finden könnt. Irgendwas, was nicht so sehr abdenkt. Währenddessen könnt ihr gerade unten erkennen, wie ein Rondra oder Rahandra-Geweihter mit Pferd antritt gegen einen Chorgeweihten, der kein Pferd hat und dann zu Fuß unterwegs ist. Und nach einem kurzen Intermezzo wird der Rondra-Geweihte den Chorgeweihten niederreiten und aufspießen. Oh, das war ein gutes Duell. Nicht sehr Rondra-gefährlich. Andererseits ist der Mann buchstäblich ein Geweihter, also... Was weiß ich schon. So könnt ihr in die Subterrane vordringen, in die labyrinthische Anordnung aus Gängen und Kammern unterhalb der Arena. Eine düstere Atmosphäre, die das Gewölbe hier stützt, geprägt von dem Gebrüll wilder Tiere, dem Jammern der Verurteilten und den Geräuschen von komplizierten Maschinerien, von Aufzügen, von Rampen, die die Arena antreiben. Dieses Labyrinth erstreckt sich über zwei Ebenen. Auf der oberen Ebene, die ihr dann als erstes betretet, die Zellen der Gladiatoren und das Gymnasium, in dem sich die Lannisters aufhalten und die Gladiatoren, die für den Kampf sich aufwärmen. Es gibt eine große Rampe, die zu der Arena runterführt, und wenn ihr dann weiter nach unten steigt, zu den schwer bewachten Eingangshallen, könnt ihr den Platz hinter der Murak al-Kira Arena sehen, wo weitere Abschaum, der Pöbel sich aufhält und versucht weiter dann über die Tore Einlass zu bekommen, damit er dort dann selber zuschauen kann. Blut und Spiele für das Volk. Ihr geht voran am Zellentrakt und seid euch nicht ganz sicher, wo ihr jetzt hin müsst, hin sollt. Es gibt ein großes Gymnasium, wo dann Kriegsgötter angebetet werden können. Kor, Rahandra, Rasiraku. Hey, ihr da! Wo wollt ihr hin? Wir sind Teilnehmer. Müssen wir uns noch irgendwo anmelden? Anmelden? Für welche Kirche kämpft ihr denn? Oder für welchen Erhabenen? Das ist nicht offensichtlich. Ah ja, alles klar. Okay, also ihr seid jetzt, am besten müsst ihr dann zum Haupteingang. Von hier aus wäre es einfacher, aber wenn ihr hier schon steht, dann... Also, wenn ihr vom Hauptgang kommt, geht ihr erst nach rechts, dann nach links, nochmal links, rechts, wieder rechts, dann bis zum fast zum Ende, dann links, dann rechts, die Treppe runter, dann die Treppe in der Mitte nehmen. Klar? Sag mal, bist du gerade auf Rauschkraut? Nee, es sind überall Zellentrakte. Solamin, du kennst den Weg, oder? Ich bin der Medikus. Ich darf keine Kräuter nehmen. Er hat gesagt, links, rechts, links, links, wieder links, dann bis zum Fass am Ende, dann die Treppe runter, dann links, dann wieder die Treppe runter und dann bis zum Gang am Ende. Ist doch einfach. Nee. Doch. Er hält die Hand auf. Kann euch auch führen. Havelmir, bezahlt den Mann bitte. Und vielleicht könnt ihr uns etwas zum Ablauf sagen. Es wurde recht spontan umdisponiert und wir wissen eigentlich nicht mal, ob es Einzelkämpfe sind oder Gruppenkämpfe. Wie ist der Plan? Achso, Mythraels Duell. Also es sind nicht 12 gegen 12, sondern 9 gegen 9, aber bis aufs zweite Blut. Ihr könnt doch auch aufs dritte Blut machen. Oder bis zur Aufgabe eben. Muss jeder selber wissen. Hier, 3 Dukaten, drück ihm die Hand. Danke, sehr großzügig. Sorgt dafür, dass wir nach der, ich wollte schon sagen, Schlacht, nach dem Kampf gut versorgt werden durch euch. Ja, das kann ich machen. Er öffnet dabei einmal seine Seitentasche, kannst in das Lederetui gucken und siehst da allerhand Drogen. Das hilft gegen den Schmerz, zwinkert er dir zu. Ja, danke. Wollt ihr jetzt was für die 3 Go-Karten haben oder nicht? Danach, sagte ich. Naja, mehr kann ich euch eh nicht anbieten. So heilen wir in Fasar. Drogen. Ihr seid ein Medikus, sagtet ihr. Er grinst dich an.
Ja, ja. Na, komm mal mit. Wisst ihr denn, wo wir noch Ausrüstungsstücke bekommen könnten? Es muss nichts Besonderes sein, aber... Ja, beim Lanistos. Ja. Kommt einfach mit. Gut. Ja, so könnt ihr dem Hauptgang folgen. Es gibt ein paar Holzverhaue, ein paar Sperren, die hier wohl eingebaut sind, warum auch immer. Ihr folgt dem Gang zur Rechten. Hier scheinen die Zellen der Gladiatoren zu liegen. Gleich in der ersten, an dem ihr vorbeikommt, scheint es ein paar Probleme zu geben. Da wird ein sichtlich nervöser Gladiator von zwei Wächtern an die Wand gekettet. In der nächsten Zelle scheint alles ein bisschen ruhiger. Die beiden Wächter, die vor der Zellentür euch beobachten, ziehen sich da wohl gerade selber ein paar Kräuter rein und sind da, die nächste Abzweigung kommt, könnt dann relativ kurz über spärlich beleuchteten Gang einen weiteren Zellengang vorbeiführen, weiter nach links. Die Beschreibung scheint wohl zu stimmen. Boltax ist sich nicht ganz sicher, ob er das auch so gefunden hätte. Es gibt eine Patrouille, die euch entgegenkommt, die euch auch misstrauisch mustert. Der Medikus nickt ihn nur zu, steckt ihn dann Dukate dann ein. Und sie stellen keine Fragen. Es gibt weitere ähnliche Verhaue. Ihr folgt dem Ganzen weiter. Zellentrakte, Schatten. Ihr könnt dann wohl das Quieken einer Ratte hören. Weitere Verletztes stöhnen. Ihr könnt ein paar tote Gladiatoren sehen, die davon drei Wachen gerade weggeschleift werden, weil sie in drei Teile zerrissen worden sind. Blutspuren, Licht von Fackeln, was ein bisschen schwärzlich aussieht. Und dann steht hier an einem massiven Stein, das Wummern von tausenden begeisterten Zuschauern über euch, könnt ihr hören. Es gibt irgendwelche Lieblinge, die angebrüllt werden, irgendwelche Namen, die gerufen worden sind, irgendwelche Titel. Eine Zelle weiter sitzt ein anderer Gladiator, den ihr erkennt, denn er trägt Hörner unter seinem Helm. Und er nickt euch zu, als er da gerade wohl seine Waffe wetzt. Und so schnell sieht man sich wieder. Ah, Hornbruder. Willkommen im Gymnasium. Ihr trettet auch an, ja. Man hat uns bewogen. Wie prophezeit, grinst er dich aus den geschliffenen Zähnen an. Ja, natürlich, natürlich. Och, und wurde denn auch prophezeit, dass wir im Finale aufeinandertreffen? Gegen ihn. Er deutet auf euer Raphim. Ich habe es gesehen. Ah, wunderbar, dann kommen wir schon mal ins Finale. Darauf sollten wir wetten. Das kann gar nicht. Boltax gewinnt. Ja. Es geht hier nicht um Gewinnen, sondern nur um den Kampf. Also, Boltax geht's ums Gewinnen. Ich wollte auch mal gewinnen, ja. Passiert sonst so selten. Dann sagt uns die Zukunft. Wer kämpft am Ende? Er und? Ihr. Nicht am Ende, aber ich gegen ihn. Und danach geht es anders weiter. Aber das werdet ihr sehen. Die Zukunft ist verschwommen. Und jetzt betet, meine Brüder. Betet. Ja, ihr macht das. Wir gehen weiter. Ja, der Medikus führt euch noch zwei, drei Gänge weiter und dann steht ihr in einer großen Kammer. In der Mitte steht ein Rüstungsständer, daneben links und rechts viele Waffen, von denen ihr euch bedienen könntet. Vieles ist schadig, rissig, blutig vor allem. Keine guten Waffen, aber es ist alles da, was ihr haben mögt und es sind auch alle Rüstungsteile da, die ihr haben wollt. Vor allem viele Gladiatoren-Schultern, die in mehr oder minder gutem Zustand sind, sodass ihr hier ein merkwürdiges Sammelsurium aus Plattenteilen euch zusammenklamüsern könntet. Ihr könnt erkennen, wie hier wohl die drei anderen Kriegerinnen sitzen, die hier wohl mit ihren merkwürdigen Vertreten verflochtenen Haaren dann euch eben so zugrinsen, euch zunicken und dann noch Raphim bewundern. Wieso will mich hier eigentlich immer jeder umbringen? Weil du etwa 2,5 Schritt groß bist und aussiehst, als wäre es... Mensch, schon keine große Ehre, dann auf jeden Fall eine große... Etwas, worüber man sehr gut angeben kann, wenn man dich umbringt. Ja, das gefällt mir besser als deine erste Erklärung, die nehme ich. Gut, sehen wir mal, was hier ist. Ja, dann wird sich, glaube ich... Machen wir es einfach, ein paar Rüstungsteile zusammenklauben, die nicht zu erhitzt sind und dann mit... Na, kann man W6 durch? Nein, dürfen wir nochmal. Kommt der nicht durch, oder... Also ich sehe nichts. Jetzt. Zwei. Und dann mit einem Punkt Rüstung an jeder Zone rumlaufen. Ich suche jetzt keine Teile zusammen, einfach ja, sagen wir so und fertig. Ja, passt. Gut. Also irgendwie ein paar Lederteile und das wird ihm von der Hitze her dann auch schon genug sein. Ja, alles klar.
Und dann sucht er sich noch einen kurzen Säbel raus, einen Palasch oder so. Einfach als, falls er seine Waffe verliert. Trete mit meinem Hartholzharnisch an. Den hast du mitgenommen? Na klar. Na klar. Der braucht Pflege. Den muss ich immer pflegen. Hatte ich letztes Mal auch angesprochen, dass ich den dabei habe. Ja, alles klar. Ich hätte vorher noch ein Attribut Körperkraft auf mich gewirkt und eine langfristige Version, also eine Stunde lang. Ja. Und würde auch mir ein Ballestrina laden und in meinen Polster stecken. Ja, über dir kannst du wohl weiteres Wummern hören, ein bisschen Sand, was da durch den Holzplanken durchrieselt und dann wohl auch ein kleiner Schwall Blut, der da mitkommt. Kannst dann zur Seite treten. Sendet dich so ein bisschen an das Drachenblut, was du vor ein paar Jahren ins Gesicht bekommen hast. Kannst aber auch ausweichen und der Blutfleck tropft dann neben dir in den Sand. Es wird noch ein bisschen dauern. Ihr könnt auch noch sehen, wie ein Löwe an einer dicken, fetten Kette an euch vorbeigezerrt wird und dann in eins der Käfige gesperrt wird. Er ist wohl schon verletzt, hat wohl auch schon eine blutige Schmarre an der Schnauze, aber er wird wohl noch weiterkämpfen und knurrt euch dann sehr hungrig an. Bis dann ein, zwei Ferkiner mit den Pferden reinkommen. Ah, Zulame, Blutdauser, gut, dass du hier bist. Wir haben Neuigkeiten. Was gibt's, Jungs? Popomon. Irgendein Scheißkerl hat Popomon in unser Rauschkraut getan. Deswegen sind die anderen Kämpfer umgekippt. Dann wurden sie verprügelt. Direkt in den frühen Morgenstunden. Das war der Wein, den wir... mittlerweile da? Kann ich einmal Pflanzenkunde würfeln, um mir meine Heilkunde Giftprobe... Kannst du machen. ...zu erleichtern. Ja, also, klar. Okay. So, um es einschätzen zu können. Na, Schwerte mit Stimmungsschwierigkeit, oder? Also, Pflanzenkunde jetzt zur Erleichterung von der Heilkunde Giftprobe, dann 5 erleichtert. Ich weiß nicht, wie hoch ist die Bestimmungsschwierigkeit? So, gibst du mir nochmal eine Erschwernis? Liebliches Feld Almada Aranien Südaventurien. Ich weiß nicht, ob du Popomon kennst. Also Popomon hat als Giftstufe die 13 und als, warte, 2, 5, 3. Warte, ich hab ihn gleich. Bunter, grauer, schwarzer, purpur, dann eine Bestimmungsschwierigkeit von 3. 3, okay. Gut, dann ist es eine 3er Erleichterung. Ja. Die Heilkunde Gift. Ja, mit den 14 Sternchen, also die ist es dann ohne die HKG, ist es dir dann bekannt. Samenkapseln, die ein sehr starkes, fruchterzeugendes Rauscherlebnis führen und steht auch auf dem Werhammer Index. Es ist hier in Fasar sowieso nichts verboten, aber wenn man sowas zu sich nimmt, dann sicherlich nicht vor einem Kampf, zumindest nicht freiwillig. Aber sie leben noch? Schwer verletzt, keine Ahnung, sie werden sicherlich durchkommen. Aber sie können nicht kämpfen. Wir haben alle Kämpfer verloren. Deswegen sind jetzt die Blutdosen hier. Ablat hat sich beschwert, dass er nicht mit uns reden kann, weil wir alle in der Arena sind. Das kann heißen, dass er es nicht war, oder es kann heißen, dass er ein sehr guter Lügner ist. Das sind doch Novadis schuld. Ich hasse Novadis. Ja, jeder hasst Novadis, aber wo der an allen können sie jetzt auch nicht schuld sein, oder? Moment, die Novadis haben doch was gegen die Echsen, oder? Ach, Novadis ist ein Scheiß. Kommt ihr darauf? Hab ich mal so gehört, als ich in Pulin war. Sie glauben an diesen seltsamen Eingott Rastulla und dulden keine anderen Götter neben ihm. Raja nennen sie die Pferdedämonen und von daher ist unser Verhältnis ein wenig angespannt. Kann ich nachvollziehen. Aber egal, wir reiten. Wir zeigen den Blutlosen, wie Ferkiner kämpfen. Oh, reiten ist eine hervorragende Idee. Kneift die Augen zusammen, zeigt dann auf das Pferd, was du zu damit gegeben hast, was eigentlich dir gehört, und er zieht so ein bisschen am Zügel. Mein Pferd! Zulamin? Welches Pferd hat er denn da? Eins von den Vieren, die vorgebunden waren. Das war nicht abgemacht und das sind keine Streitpferde. Das ist nicht dein Pferd. Nur um das klarzustellen. Wisst ihr denn schon, wer unsere Gegner sind? Verschiedene. Verschiedene. Mit oder ohne Pferd? Ja, sowohl als auch.
Will jemand schnell laufen und Vitos holen? Ein kleiner Mann. Er deutet dabei auf Boltax. Jedenfalls habt ihr keine Erlaubnis, die Stuten zu nehmen. Ihr werdet schön eure eigenen Pferde nehmen oder zu Fuß kämpfen. Blutloser. Ja. Ah. Hast du mir etwas zu sagen? Du bist nicht hübsch. Damit lässt er die Züge los und geht in eine der Ecken und schmollt. Du hast völlig recht. Ich bin nicht hübsch. Ich bin überwältigend. Und sie nimmt die Zügel von dem Pferd und tätschelt ihm den Hals. Also, wer von euch wollte jetzt zusehen? Ja, ich. Isarun, willst du mir einen Gefallen tun? Ja, was denn? Jetzt schnell nochmal zurücklaufen und Vitos holen. Was willst du denn jetzt mit Vitos? Kannst du nicht zu Fuß kämpfen? Kann schon, aber ich will nicht. Du hast doch noch nicht mal eine Lanze. Hier steht eine Jadra, siehst du? Okay, die ist angeknackst, aber ansonsten. Ja, meinetwegen gehe ich den blöden Vitos holen. Danke. Ich hole dir was. Ja, ich weiß. Aber ich muss nicht reiten, oder? Nein. Oh, zum Glück. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig, außer uns vorzubereiten. Ja, ihr könnt euch die Rüstungsteile anlegen und wartet. Isarun ist derweil verschwunden durch die Kavernen, die Katakomben. In der Dunkelheit über euch dröhnt es. Ich möchte feststellen, dass ich natürlich, wie sich das für Gladiatoren gehört, oberkörper freikämpfen werde. Wenn das deine Frau sieht. Ja, und ich öle mich natürlich vorher noch ein. Natürlich nur, damit ich nicht überall Staub hinkriege, ist ja klar. Klar. Irgendwann könnt ihr hören, wie eine schwere Kette nach oben gezogen wird, ein Eisentor. Ihr wisst nicht, wie viel Zeit vergangen ist und ob Isarun rechtzeitig es schaffen wird, aber die Tore öffnen sich und neben euch gehen wie selbstverständlich die drei Brasiraku-Kriegerinnen gemeinsam mit ihrem Anführer nach draußen, der sie schützend hinter sich nimmt, und treten nach draußen ins Licht. Neben euch schälen sich weitere Gestalten aus der Dunkelheit. Ein Mann in einer grauen Robe, die fremdländisch aussieht. Ein kleiner Zwerg, über und über mit Tätowierung voll. Er spielt sich gerade mit einem Drachenzahn. Die Fingernägel macht sich da frei. Ihr könnt sehen, wie auf seinem Rücken eine Armbrust geladen, gespannt ist. Zieht an seiner Zigarre. Ihr könnt eine Rondra-Geweihte erkennen, die gerade einarmig an euch vorbeiläuft. Und einen Preiausgeweihten in seinem goldenen Ornat. Oh, der goldene gehört mir. Weitere Personen, die neben euch entlang gehen, die sich allesamt aus der Dunkelheit schälen, als würde es gar nicht aufhören. Es sind sicherlich mehr als 9 Leute. Ihr wisst nicht genau, was da draußen im Licht auf euch wartet, aber es sind wohl auch viele berobte Gestalten, dunkel gekleidet. Das sind keine Magier oben, das sind Bettler. Sehr illustres Teilnehmerfeld, hä? Oh, nichts, womit wir nicht fertig werden sollten. Und ich bin nicht die, um zu gewinnen, Boltax. Ah. Nee, aber Boltax soll ja auch gewinnen. Ah. Ich weiß nicht, warum du lachst. Wir sind hier zu Ehren der Götter. Manche sind vielleicht aus anderen Gründen da. Und solange niemand von euch irgendwelche Einzelteile verliert, bin ich zufrieden. Abelmir, falls ich gewinnen sollte und mir diese Lefterns Ehre zuteil wird, soll ich dann für dich einen von diesen Akademie-Leuten demütigen? Wenn die mir was macht. Ja. Müssen ja. Dann eine Entschuldigung finden. Aus mit euch! Hinter euch könnt ihr sehen, wie jetzt Wachen durch die dunklen Katakomben streifen mit großen Hellebarden in der Hand, die sie dann vor sich ausgebreitet, ausgestreckt haben, um euch rauszutreiben. Na kommt, los geht's. Nach mir und, Raya, keine Schande. Sollt ihr wirklich gewinnen, macht, was ihr wollt. Ich denke, ihr seid alt genug, nicht wahr? Ich zwinker ihn zu. Nur für den Fall, Boltax. Ich glaube, als Schulibett würde durchaus mit dir ins Bett gehen. Nein, also, wenn du das nicht willst, dann. Nein. Es war eher ein. Aus! Ihr werdet in den Rücken geknufft.
müsst das Stolpern kurz abfangen und dann könnt ihr vor euch den Staub der Arena erkennen. Ihr müsst ein bisschen zwinkern, die Sonne scheint jetzt, wo sie aufgegangen ist, direkt euch ins Gesicht. Alles um euch herum wummert. Die Arena lebt, zittert, vibriert. Ihr könnt unglaublich viele Menschen sehen, wie sie euch zurufen. Ihr könnt den Duft wahrnehmen. Es riecht nach Schweiß, nach Blut, nach Erregung. Fasar, wie es lebt. Eine Hölle und ein Paradies.